Ich kann mal ganz kurz gucken, was er für ein Wesen hat. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Gericht. Ich weiß gar nicht, kann man das schon hier sehen? Fähigkeit Notdunkel, keine Ahnung, was das ist. Ich muss gerade kurz gucken, ob man das sehen. Wesen frech. Der ist frech. Kann Treffer gut verkraften. Ich trägt keine Bänder. Speedbänder. Ich weiß gar nicht, wofür die Wesen gut sind. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Rexin? Ja, habe ich. Guck mal, da hinten sind Smetbos. Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli ist spurlos verschwunden. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Rexin? Wir retten natürlich das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das zählt ja auch wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Rexin, da jetzt wird rangeklotzt. Ich werde hier schon auf Pokémon treffen können, aber da ich es noch nicht fangen kann, wird er wohl nicht zählen. Mist, wo ist es bloß hin? Das Wolli ist AFK. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Oh, ist hier... Ach, guck mal da. Das wäre der erste Encounter. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht fangen. Ich habe mal keine Pokébälle. Das kann ich euch auch gerne zeigen. Deswegen kann ich es leider noch nicht fangen. Deswegen... Da, Pokéball-Tasche ist komplett leer. Was? Erst A? Hä? Wie erst A? Erst A und dann B? Keine Ahnung. Man kann auch, ich weiß nicht, ob man das gleich schon sieht. Erst wenn du Pokéball hast. Achso, okay. Ja, das habe ich schon gedacht. Ja, hier sieht man es auch noch nicht. Man kann hier durchschleichen, dann trifft man auch keine wilden Pokémon. Eigentlich. Aber ich hatte. Okay. Alter, wieso ist nicht Facebook? Ist ja sonst halt wirklich unfair, weil ich muss hier rein und die Encounter durchmachen. Und das wäre für später, glaube ich, ziemlich assi, ne? Und das war ja Flug-Pokémon. Überblick! Es wirft einen Blick zu. Schrei gehört. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ungeil, ne? Oh, schon wieder ein Ruffle. Das sieht aus wie ein fettes Eichhörnchen, ey. Es geht down. Er ist down. Das ist prima. Viva Raffeln down. Ich finde gut, dass Pokémon mehr Schaden macht, wenn die Attacke vom selben Typ ist wie das Pokémon. Spezialangriff. Spezialangriff und Spezialverteidigung. Weiß ich auch schon. Obwohl ich schon lange kein Pokémon gespielt habe.
Weil da, Spezialverteidigung, Spezialangriff, Spezial... Ja, Verteidigung, Angriff. Das weiß ich auch schon alles. Alter, der Pokémon-Schrei ist so geil. Nichts mehr. Wird immer nebliger. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Was ist das? Das ist das legendäre Pokémon. Das hat so einen geilen Schrei. Ich finde das irgendwie voll Hammer. Ich kann machen, was ich will. Das wird eh nicht funktionieren. Das Geheimnis voll Pokémon betrachtet euch eindringend. Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Sieht auch einfach nur mega aus. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Rexin? Und jetzt ist mal heulen. Das ist ja keine physische Attacke. Oh, durch. Kann nicht fliehen. Ich sehe überhaupt nichts. Hopp, Rexin! Ja. Leon, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Es hat er sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Wally! Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging doch alles mal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Deleon. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. What? You thought I was someone else, but it was me, Leon. Genau. It was me, Leon. Aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Das ist die einzige Scheiße, die ich finde. Hopp ist so ein scheiß Name. Hopp, hopp, hoppity hopp. Ich sag hopp, hopp, hoppity hopp. Hopp, 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 hopp. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Wie viel Geld habe ich eigentlich momentan? Kann ich da irgendwo sehen? 1400. Ich bin reich!
Ich bin steinreich, Alter. Ich bin steinreich. Jim, Jim. Oh, das ist ja mein süßes Jim, Beb. Ihr wollt nach Brassbury, um euch den Pokédex zu besorgen? Nicht wahr? Digimon hat mir schon davon erzählt. Hier ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir von dem Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Chimpap. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Chim Chim! Und du, Chimpap, pass mir gut auf meinen Rex hin auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. So, und wenn wir jetzt nämlich auf unser Geld gucken. Kleines Taschengeld. Wir haben ein kleines Taschengeld von 30.000 Pokédollar erhalten. Mama, kann ich Taschengeld haben? Hier hast du 30.000. Weißt du Bescheid? Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Meon trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ja, ich kann immer noch keine Pokémon fangen, weil hier vorne sind Wollies, die schlafen. Das kann ich ja schon sagen. Aber die Pokémon sind hier auch noch nicht wirklich stark. Trainieren lohnt sich hier tatsächlich auch noch nicht. Und das ist auch jetzt so eine Sache, worüber wir mal eben kurz quatschen müssen. Einerseits, warte, ich stelle mich mal ein bisschen weiter weg. Ihr seht, einerseits kommen hier Pokémon vor, die ich so random oder zumindest komplett selber encountern kann. Drauf zulaufen und encountern. So wie in Let's Go. Es gibt aber auch Pokémon, wenn ich hier durchlaufe, ein random Encounter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir es in Zukunft machen. Weil wenn ich jetzt sage, ich encounter diese Pokémon, kann ich mir jedes Pokémon x-beliebig aussuchen, welches haben will. Welches dann komplett random zumindest ja, fangen werde. Es ist dann halt so, ne? Wir können aber auch sagen, das erste random Encounter Pokémon, was ich treffe. Da habt ihr gerade gesehen, da kam das Ausrufezeichen. Das wäre jetzt ein random Encounter gewesen. Wäre schön, wenn es random wäre. Also, das heißt also, die Pokémon, die rumfliegen, die darf ich nicht fangen. Rumlaufen. Und wenn dann so ein Ausrufezeichen kommt, das darf ich dann erst fangen. Weil ich kann euch mal zeigen, ich kann jetzt natürlich hingehen. Zeige ich euch einfach mal, ich kann hier rumlaufen. Und dann habe ich einen Random Encounter. Ich weiß nicht, welches Pokémon das ist. Da hieß ich das Pokémon auf jeden Fall. Zensek, das hat sich bei mir schon privat entwickelt. Entwickelt sich auf der ersten Stufe, auf Stufe 10. Das ist Kamui. Ernsthaft jetzt? Kamui? Warum Kamui? So, ich kann jetzt natürlich auf das Pokémon zugehen, dann wäre es auch ein Encounter. Aber das wäre kein Random Encounter dann. Ich kann natürlich auch hingehen und durchschalten. Wann bekommst du eigentlich Pokébälle? Gleich, ich kriege jetzt gleich die Pokédex und dann kriege ich Pokébälle. Weil dann muss ich nämlich nach oben zur Route 2 und dann kriege ich meine Pokébälle. Dauert also nicht mehr lange. Du hast hergefunden, gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's so nicht so mit der Orientierung, ne? Das wurde uns hier schon tausendmal im Spiel gesagt. Aber ich sag's dir nochmal, weil ich glaube, du bist so dumm, du kannst dir das einfach nicht merken. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Kollege, ich bin nur vom Nachbardorf rübergelaufen. Ich denke mal, ich bin schon so alt, ich darf schon nach Brassbury ohne Probleme rüberlaufen, weil es nur 5 Minuten sind. Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke für herumlotsen, Pater. Du findest doch nicht mal allein nach Hause, oder was? Von der Zughaltestelle bis... Why? Aber genug gequatscht, komm, lass uns reingehen. Glurak,
Well, Kamui is dead. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll, woll, woll! Messes Pokémon, ey. Dion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist, oder? Irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Discord? What? Wieso das? Oh. Hallo Wally, na mein Kleiner, danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Woldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Woldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du dich mir vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei muss ich mir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Woldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanja, die Assistentin der Professorin. Du nimmst dich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Rexin, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Sonst noch irgendwelche Wünsche der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch einen Smart Rotom. Hey, Rotom! So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Deo natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein absoluter Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren. Ich mein Kiefer knackt momentan. Ich muss mal. Oh, ist schlimm, ey. Boah, nervt voll. Deswegen. Oh. Du erhältst einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Woll, woll! Jo. Ja.